15 Jahre Filztalwelle. So lange berichten wir jetzt schon über interessante Geschichten, Persönlichkeiten und Events im Landkreis Göppingen. Aber zurück zum Anfang, denn wie man so schön sagt, jeder fängt mal klein an. Und deshalb hängt hier seit nunmehr 4 Jahren ein Starenkasten, der allerdings nicht blitzt. Aber nicht nur das Team ist gewachsen, mit der Zeit wurden natürlich auch die Geschichten größer, immer aber mit Bezug zur Region. Wir sind in Unterböhringen, Austragungsort der allerersten Unterböhringer Kuhbingo-Party. Immer nah dran an den Menschen und der Gefahr. Auch ernste Themen fanden im Filztalwelle-Programm Beachtung. In diesem Haus in der Eislinger Friedhofstraße wurden am Karfreitagmorgen 4 Tote gefunden. Den Zuschauer immer im Blick, gab es auch zahlreiche serviceorientierte Beiträge. Hallo liebe Zuschauer, heute wollen wir mal gemeinsam rausfinden, wie man sein Auto richtig fit macht für die kalten Wintermonate. Deswegen werden wir jetzt gleich zu dem Thema einen echten Experten auf dem Gebiet befragen. Wenn Sie bereit sind, würde ich sagen, wir legen los. Wer hier lebt, weiß, dass der Landkreis Göppingen immer für eine Überraschung gut ist. In den vergangenen 15 Jahren gab es deshalb allerlei Kurioses zu berichten. Na gut, jetzt kann man ja durchaus sagen, wenn jemand eine Mauer auf seinem Grundstück bauen will, dann soll er es doch einfach machen. Seit der Gründung fanden neben dem beliebten Infomix auch viele weitere Formate im Programm der Filztalwelle und den Herzen der Zuschauer ihren Platz. Heizen? Da kommen Sonnenbrandkrüger. Ja. Ich bin selber Göppinger und wenn ich bei Göppingern führe, ist es jedes Mal ein Erlebnis, auch neue Geschichten von den Göppingern zu hören. Was halten Sie denn davon? Also finden Sie das angebracht oder eher nicht und warum? Das ist ganz einfach nichts. Einen wunderschönen Montagabend, liebe Filztalwelle-Zuschauer. Heute melden wir uns aus der Spieltagsshow mit Sportiv. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der Sendung Talk im Wasserwerk, einer Gemeinschaftsproduktion. Herzlich willkommen zu Wohnfühlen, die Sendung rund um die Themen Wohnen, Bauen, Leben, Lifestyle. Sehr gerne. Du hast übrigens noch 1:50. Ja, ganz viel Zeit übrig. Ja, das war es auch schon wieder von unserer Folge Tierisch heute von der Messe Bauen, Wohnen, Modernisieren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und wir sehen uns nächsten Freitag zu einer weiteren Folge. Tschüss! Bisschen Zimt und Lamm, die mögen sich irrsinnig gern. Heißes Wasser soll heiß sein. Holde Schwede. Mensch, Mensch, Fritzle! Doch wie kommt man eigentlich dazu, einen regionalen Fernsehsender ins Leben zu rufen? Dazu weiß natürlich nur Geschäftsführer Roger Kortus eine Antwort. Hat aber Bock drauf. Danke, Faust. Ja, wir haben uns damals in einer kleinen Gruppe zusammengefunden und haben überlegt, der Landkreis Göppingen bräuchte einen eigenen Fernsehsender. Und dann haben wir es einfach gemacht. Da sich neben den Kreativabteilungen natürlich auch um die Bürokratie gekümmert werden muss, kann sich der Sender auf ein starkes Buchhaltungs- und Verwaltungsteam verlassen. Das macht bei der Filztalwelle die Chefin selbst. Nach der Gründung dauerte es natürlich auch nicht lange, bis die erste Auszubildende zur Filztalwelle stieß. Eine Erfolgsgeschichte, die sogar bis heute andauert. Also die Ausbildung zur Mediengestalterin Bild und Ton bei der Filztalwelle war für mich unglaublich aufregend und spannend. Ich war sogar die erste Auszubildende im Bereich Bild und Ton im Landkreis Göppingen. Davor habe ich ein Jahr Praktikum gemacht und angefangen habe ich mit so Sachen wie V-Tipps, also Veranstaltungstipps. Und ich glaube, das müssen die Praktikanten immer noch machen. Mittlerweile schneide ich und vertone auch Werbefilme, Imagefilme und gebe mein Wissen so ein bisschen an die jetzigen Azubis weiter. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Regionalfernsehen bietet so viel mehr, als manch einer denken würde. Das weiß keiner besser als Steffen Schenk, der jahrelang die Redaktion führte. 15 Jahre Filztalwelle ist natürlich ein tolles Jubiläum. Ich bin als Quereinsteiger 2017 erst dazugekommen, konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass es so umfangreich, so vielseitig, so interessant sein kann, was alles hier im Landkreis Göppingen passiert. In der Nachrichtenredaktion finden sich noch die klassischen rasenden Reporter, die immer über die neuesten Entwicklungen im Landkreis Göppingen berichten. Tägliche Recherche und Interviews gehören da natürlich dazu. Alles, um dem Filztal und der Region zu zeigen, dass gerade vor der eigenen Haustür zahlreiche interessante Geschichten darauf warten, erzählt zu werden. Das passiert inzwischen nicht nur auf der klassischen Mattscheibe, sondern natürlich auch online.
Die hauseigene selbstentwickelte Homepage hat inzwischen einen festen Platz in der regionalen Nachrichtenlandschaft und auch auf dem Smartphone und in den sozialen Medien schauen täglich tausende Besucher vorbei. Mittlerweile gibt es auf der Filztalwelle aber nicht nur die schnellsten Nachrichten im Landkreis Göppingen zu sehen, sondern auch Image- und Werbefilme aus der hauseigenen Produktionsschmiede Format 42. Egal ob Live-Übertragungen, Drohnenaufnahmen oder Musikvideos. Das Team ist inzwischen für jedes Format gewappnet und auf den größten Events im Filztal vertreten. Also 15 Jahre Filztalwelle erfüllt uns alle natürlich schon ein bisschen mit Stolz. Und wir haben gemeinsam mit einem Team zusammen in den letzten Jahren, ich glaube, einiges erreicht. Wir sind nicht nur Fernsehsender für den Landkreis Göppingen geworden, sondern wir sind inzwischen auch Multimedia- oder Bewegtbildanbieter für alle möglichen anderen Firmen und das freut uns wahnsinnig. Doch nicht nur die Filztalwelle freut sich über dieses große Jubiläum, sondern auch zahlreiche Freunde und Unterstützer aus dem Landkreis. Hallo ihr Lieben, hier ist der Tobi und ich sage natürlich Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Filztalwelle, 15 Jahre, der 15-jährige Geburtstag. Mensch, was ihr erschaffen habt im Kreis Göppingen, wirklich ist mega. Wir freuen uns immer wieder, euch zu hören, mit euch zusammenzuarbeiten und deswegen auch ganz liebe Grüße, ein großes Happy Birthday, liebe Grüße, euer Tobi. Liebes Team der Filztalwelle von dem Team der Alt-Filz-Kliniken einen herzlichen Glückwunsch zum 15-jährigen Jubiläum und ein herzliches Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke. Liebe Filztalwelle, 15-jähriges Bestehen und ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Wir haben schon, ich glaube, die Hälfte gemeinsam verbracht. Ich denke, seit 7,5, 8 Jahren arbeiten wir ungefähr zusammen. Wir waren auf Mallorca, wir haben zusammen gegrillt. Wir haben Videos gemeinsam gedreht und ich bin extrem stolz, dass ich euch heute zu 15 Jahren Bestehen der Filztalwelle gratulieren darf. Macht weiter so, ihr seid ein unglaublich tolles Team und ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere tolle Jahre mit euch an meiner Seite. Bis dahin, ganz, ganz liebe Grüße und bleibt genauso, wie ihr seid. Liebes Team der Filztalwelle, lieber Roger, einen ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem 15. Geburtstag der Filztalwelle. Und wenn ich überlege, was ihr in den 15 Jahren für eine Erfolgsstory vorweisen könnt und mit 15 ja normalerweise erst in die Pubertät kommt, was ihr geleistet habt, was wir zusammen auch mit dem Handwerk hier im Kreis Göppingen gemacht haben, das verdient ganz großen Respekt, große Hochachtung. Ich kann euch wirklich nur sagen, macht weiter so und deshalb auch im Namen des Gesamthandwerks im Kreis Göppingen die allerbesten Glückwünsche, ganz herzlichen Dank auch für die immer tolle und gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Und ich kann wirklich eigentlich euch nur noch sagen, alles Gute für die Zukunft und macht einfach weiter so. Vielen Dank und wirklich die besten Glückwünsche. 15 Jahre Filztalwelle, herzlichen Glückwunsch. Die Sportfußschule Schaal gratuliert und freut sich auf die weitere gute Zusammenarbeit. 15 Jahre, war erstaunt, dass es jetzt schon 15 Jahre sind. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Ich kann nur sowohl ganz persönlich, aber auch in meiner Funktion als Frischauf-Marketingleiter mich von Herzen auch bei euch bedanken für diese zum einen sehr, sehr professionelle Partnerschaft. Ich schätze eure Qualität, eure Art, mit uns umzugehen, eure Art, euren Job zu machen, extrem. Und auf der anderen Seite auch ganz persönlich, zwischenmenschlich, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz speziell auch dir, lieber Roger, von Herzen vielen Dank für die sehr, sehr gute Art, für dieses Herzblut, das uns eint, auch immer diesen Extrameter zu gehen, dass es hinhaut. Wir haben viele Projekte gemeinsam, das Arena TV, die Pressekonferenzen, die Spieltagshow mit dem Fanradio. Es macht unfassbar Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ihr seht im Hintergrund die Saisoneröffnung hier auf Schloss Filseck. Wir feiern die Saisoneröffnung, wir feiern aber auch ein bisschen eure 15 Jahre. Und hoffentlich auf weitere 15 oder auf noch mehr. Alles Gute und wir bleiben am Ball. Herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag von allen IHK-Mitgliedsunternehmen aus dem Kreis Göppingen.
gar nicht mehr wegzudenken, dass wir einen eigenen Fernsehsender haben, worauf wir stolz sind. Und ich freue mich, weil ich vor 15 Jahren auch etwas helfen konnte bei der Geburtsstunde. Wir wünschen viele Zuschauer, viele tolle Werbekunden und Auftraggeber alles Gute für die Zukunft. Lieber Roger, liebes Team der Filztalwelle, allerherzlichsten Glückwünsche zu eurem 15-jährigen Jubiläum. Ihr seid ein Spitzenteam, ihr macht super tolle Projekte, wir arbeiten furchtbar gern mit euch zusammen. Macht weiter so und nochmal alles Gute. Liebe Filztalwelle, liebes Filztalwellen-Team, im Namen der IHK Göppingen gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zum 15-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und weiterhin alles Gute. 15 Jahre Filztalwelle, das ist ein schöner Grund zum Feiern. Im Namen der NWZ-Redaktion sage ich allen Kolleginnen und Kollegen des Göppinger Fernsehsenders herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, alles Gute. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und wir freuen uns auf noch viele gemeinsame Projekte und gemeinsame Sendungen. Für die Kreisverwaltung und für die Kreispolitik gratuliere ich der Filztalwelle ganz herzlich zum 15. Geburtstag. Die Filztalwelle hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einem festen und verlässlichen Partner in Sachen Information und Kommunikation aus dem Landkreis für den Landkreis entwickelt. Wir arbeiten sehr gerne und sehr gut mit der Filztalwelle zusammen. Sagen herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft und auf ein weiterhin gutes Miteinander. Hallo liebes Team der Filztalwelle und alles, alles Gute zum Geburtstag. Seit 15 Jahren seid ihr jetzt schon ein wichtiger Teil unserer Göppinger Medienlandschaft und als ehemaliger Praktikant, aber auch heute als OB bin ich dafür sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr macht und weiterhin alles Gute für die nächsten 15 Jahre. Hallo lieber Roger, wie könnten wir den 8.8.08 vergessen, den Start der Filztalwelle? Schwupps, schon ist es 2023, 15 Jahre sind rum und die Filztalwelle ist immer noch im Start. Irgendwas ist einfach richtig gelaufen. Was haben wir in der Zeit alles schon und vor allem, was haben wir schon vor dieser Zeit alles erlebt? Ich hoffe, es geht noch viele schöne Jahre weiter so. Vielen Dank bis dahin und dazu von mir, von Radio FIPS, erstmal ein ganz toller Tusch. Hallo liebe Filztalwelle, herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag wünsche ich dir. Hast dich gut gehalten, schön knackig geblieben über all die Jahre und 15 Jahre in diesem Business, das ist nicht so einfach. Dazu nochmal Respekt, allergrößten Respekt und Gratulation. Ich möchte mich aber natürlich auch bedanken, dass du mich vor knapp 6 Jahren so herzlich aufgenommen hast in deiner Filztalwelle Family. Seit 6 Jahren darf ich jetzt montags immer wieder sportiv für dich unterwegs sein oder auch auf anderen Events dich begleiten. Also vielen Dank dafür, macht immer mächtig Spaß und wie gesagt, deine ganze Filztalwellen-Family, lauter gute Leute, die dafür sorgen, dass der Landkreis Göppingen immer bestens informiert wird, ja, über das aktuelle, tagesaktuelle Geschehen. So, in diesem Sinne, lass dich feiern auf die nächsten 15 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich nochmal komplett 15 Jahre begleiten kann. Ich bin ja doch auch schon ein bisschen im vorgerückten Alter. Du schaffst es auf alle Fälle. Also wie gesagt, auf die nächsten 15 Jahre nur das Beste und liebe Grüße von mir. Bleib immer schön informativ, bleib kreativ und vor allem auch ein bisschen frech und witzig. Ich rede mir zumindest ein, das hält jung. In diesem Sinne alles Gute. Bis ja, spätestens am nächsten Montag wieder bei Sportiv. Also das Team der Filztalwelle ist einfach großartig. 15 Jahre Filztalwelle. Fernsehen fürs Filztal und die Region. Seid auch die nächsten 15 Jahre mit dabei. Wir zeigen's euch!